Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Status-Update-Video. Nummer 7 ist das, glaube ich, sind wir jetzt mittlerweile. Wir befinden uns Mitte März und gibt dann doch ein paar Dinge, die sich geändert haben. Wobei eigentlich auch nicht wirklich, es ist ja rein informativ für euch einfach. Wir reiten einfach mal so sinnlos durch die Gegend. Ja, also ich habe aufgrund des ganzen Feedbacks, was gekommen ist, wird das Intro zukünftig wieder kürzer sein. Ein paar Videos gibt es ja schon damit. Ich finde es ein bisschen schade natürlich, weil für meine Verhältnisse war das dann doch ziemlich viel Mühe und da ist dann doch ein bisschen Herzblut drin. Und mir persönlich gefällt es auch wirklich sehr gut, aber letztendlich kann ich es irgendwo verstehen, weil es, ich glaube, 48 Sekunden, es ist dann vielleicht doch irgendwo ein bisschen lang und je nachdem, von was für ein Gerät man das ausschaut, also wenn man das zum Beispiel am Handy schaut, ist es immer ein bisschen doof, denke ich, finde ich, und ja, nachvollziehbar, ich habe es gekürzt, ich glaube, 10 oder 11 Sekunden sind es jetzt nur noch, ist in Ordnung, kann ich mit leben. Wichtig ist ja auch, dass das für euch angenehmer zu schauen ist. Ja, aktuell zum Stand, was Legion, was die Alpha betrifft, da ist es halt leider so, dass die Warteschlangen einfach für BGs viel zu lang ist. Für Skirmish geht das, das ist ein, zwei Minuten, das Problem ist aber, es ist langweilig, weil es sind immer die gleichen Spieler drin, also es sind maximal, glaube ich, 10 Spieler irgendwie drin und man hat auch dann immer die gleichen Gegner, beziehungsweise man hat immer die gleichen Klassen als Gegner und das macht es einfach langweilig. Und da habe ich habe die Tage den Stream angeschmissen, aber das war nichts, also da waren immer die gleichen Gegner, dann war es auch irgendwo buggy, dass man betritt die Arena, dann zählt der Countdown runter, Arena beginnt und dann ist das Spiel auf einmal direkt vorbei, aber keiner hat aufgegeben, weil, und man kämpft. Ein Gegner, einer stirbt, egal von welcher Seite, und dann ist das Spiel beendet. Also, die Arena. Hä? Und zwar instant. Also nicht so, dass jemand dann rausgegangen ist, sondern ist einfach vorbei. Und das ist dann irgendwie... Nee, da muss ich, da kann ich auch nichts aufnehmen, weil... was soll ich denn da aufnehmen, wenn ich ständig die gleichen Gegner habe? Das ist dann auch langweilig. Dann, was hat man noch? Ja, natürlich gebe ich mein Feedback weiter. Das mache ich im Moment größtenteils in-game, weil da groß jetzt einen Post zu verfassen ist jetzt, halte ich im Moment nicht wirklich für sinnvoll. Ich habe mein Feedback soweit gegeben. Es gab andere Leute, die Feedback gegeben haben und ich habe vieles in-game gemacht, weil es ziemlich PvP-spezifisch war und es war auch nicht so extrem, also es war jetzt letztendlich nicht so extrem viel, dass ich da jetzt großen Post hätte schreiben müssen. Aber grundsätzlich, sobald da ein neuer Build kommt, was hoffentlich diese Woche passieren wird, dann gehe ich mal davon aus, dass da, dass ich da wieder entsprechend was zu schreiben werde. Ja, sobald natürlich PvP in Legion läuft, also in der Alpha, also sobald das da funktioniert, Bugs weg sind und so weiter, man genügend Leute als Gegner hat, dann werde ich natürlich auch den Stream wieder anschmeißen und ich werde dann natürlich auch aufnehmen und hochladen. Natürlich wie immer Fragen beantworten, mache ich ja jetzt auch. Ja, genau, greif mich an. Und klar, also das ändert sich in der Hinsicht nicht wirklich. Zu City Skylines, ich hatte im letzten Update-Video, Status-Video, hatte ich ja angekündigt, dass ich wieder aufnehmen werde und so weiter. Habe ich aber letztendlich doch nicht gemacht. Das Problem war einfach, ich habe einfach keine Motivation gefunden. Ich hatte in dem Moment, wo ich es aufgenommen hatte, da hatte ich schon Bock drauf und etc., aber als ich dann wirklich dabei war anzufangen, war alles vorbereitet, da hatte ich einfach keine Lust gehabt. Ich habe dann einfach keine Lust gehabt. Gut, es kam halt auch keine Informationen von eurer Seite, also was wir da jetzt machen wollen. Gut, okay, ist jetzt nicht tragisch, ist zwar ein bisschen blöd, aber weil ich gehofft habe, dass da ein paar Antworten in der Hinsicht kommen, aber da kam halt nichts. Gut, war nicht so schlimm. Die Entscheidung habe ich dann halt alleine getroffen, aber ich hatte dann wirklich alles bereit und wollte dann anfangen und habe dann überhaupt keine Lust gehabt. Und ja, das hat sich bis gestern eigentlich hingezogen. Dann habe ich gestern mir mal so ein paar Sachen angeschaut und ja, so ein bisschen kommt die Lust wieder drauf. Die Motivation fehlt so ein bisschen. Lust habe ich irgendwie so ein bisschen, aber die Motivation dann wieder kommt. Ich würde dann komplett von vorne anfangen. Würde dann eine Stadt irgendwie im europäischen Stil dann machen. Einmal, weil es mir persönlich eben auch gefällt. Ich,
meine Umgebung ist ja auch bautechnisch so, in Deutschland ist es ja halt auch so, egal in welcher Stadt man wohnt. Und ja, da muss ich halt mal gucken, ob ich dann die Motivation finde, dann wirklich auch zu sagen, zack, jetzt fange ich wieder an. Muss ich mal schauen, da werde ich, entweder fange ich, ich werde wahrscheinlich von heute, wenn, dann werde ich von heute auf morgen anfangen. Vielleicht gibt es auch ein Status-Video dazu, damit ihr dann wisst, jetzt fange ich an und so weiter. Keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich dann eher spontan sein. Also das wird nichts von langer Hand geplant sein, sondern es wird dann spontan gehen. Diesmal vielleicht irgendwie mit mehr Detailarbeiten, so wirklich ein bisschen so Stadt und so weiter, muss ich mal gucken, mit den ganzen Mods-Gebäuden, da bräuchte ich vielleicht von eurer Seite so ein bisschen Hilfe, weil ich da nur bedingt durchblicke manchmal, weiß irgendwie nicht so genau, was man da so nehmen kann, sollte, Vorschläge gern mal einfach, oder wenn es da irgendwie so Pakete gibt von Leuten, einfach mal in die Kommentare posten, damit wir das Ganze so ein bisschen als unsere Stadt sehen und weniger als meine Stadt. Ja, also ein Retro-Let's Play hatte ich ja auch mal von gesprochen, das wird es auch aktuell nicht geben. Ändert sich ja in dem Sinne auch nichts. Ich habe da im Moment einfach überhaupt keine Lust dazu. Gar nicht im Moment. Es gab schon die ein oder anderen Titel, die ich in der Vergangenheit gespielt hatte. Jetzt wollte ich gerade sagen, in meiner Jugendzeit, aber das stimmt ja eigentlich auch in meiner Jugendzeit. Aber da habe ich im Moment überhaupt keine Lust drauf. Ja, gut, ja, wenn sich da was ändern soll, kriegt der Bescheid. Was ist denn das? Ein Ramp? Nö. Gibt's hier nicht ein Ramp? Nö, schauen wir nicht. Also wenn sich da was ändert, dann kriegt der Bescheid und dann schauen wir mal, ne? Ja, ich habe eine neue Kanal-URL. Die sollte jetzt gleich eingeblendet werden. Beziehungsweise kriegt ihr auch in Infos unten drunter. Da danke ich auch nochmal. Hätte ich schon länger machen können, aber hab's übersehen. Danke übrigens für euch. Danke übrigens an euch. Weil kann ich ja nur dank euch machen. Dann, wir haben die 100.000 Views geschafft. Ist auch schon ein paar Tage her. Nur jetzt habe ich halt ein Status-Update, ein Video gemacht und dann kommt das rein. Vielen, vielen Dank. 100.000 Leute, Views, mein lieber Schwan. Ja, das hat man sich. Habe ich mir natürlich vor. Oh, wann habe ich den Kanal gemacht? 2 Jahren? Ich weiß es nicht. Sommer 2014 habe ich den Kanal, glaube ich, aufgemacht. Ja, also gestartet, ja. Also, super, danke. Ich mache natürlich weiter und so, ne? Ja, das, als ich die Zahl gesehen habe, schaut schon. Nicht schlecht, Herr Specht. Vielen, vielen Dank. Ja, dann abschließend wie immer, wenn was sein sollte, wenn Wünsche, Anregungen, bitte meldet euch. Ja, weil nur dann sind entsprechende Anpassungen möglich. Daumen hoch, Daumen runter, finde ich toll. Aber natürlich, wenn euch wirklich was auf dem Herzen liegt, dann raus damit. Natürlich in angemessener Form. Ihr kriegt in der Regel immer Antwort, das wisst ihr ja. Das ändert sich auch nicht, warum auch. Genau, klar, nutzt die Wege zur Kommunion. Genau, nutzt die Wege zur Kommunion. Mhm. Ja. Nutzt die Wege zur Kommunikation mit mir. Ganz simpel, die Kommentarfunktion, Twitter, PM und so, PN und so weiter. Ihr kennt das ja. Das ist ja ganz einfach und wie gesagt, ihr kriegt ja in der Regel immer Antworten. Feedback ist grundsätzlich immer willkommen. Hatte ich noch irgendwas? Nee, das war's letztendlich erstmal. In diesem Sinne sage ich wie immer danke fürs Zuschauen. Ja, und danke einfach. Bis so weit, dass wir jetzt schon so weit sind. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss!